Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, zur Masterwork Mod als Hermit. Ja, wir sind wieder da, wo wir es letzte Mal aufgehört haben. Unser fleißiger Hermit ist gerade dabei, das gesamte Essen nach unten zu bringen, das kleine Essenslager, was wir hier eingerichtet haben. Jo, da werden wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist auf jeden Fall noch ein Stockpile einrichten, einen Custom Stockpile, der einfach mal alles andere aufnimmt. So. Ja. Change Settings. Okay, was soll der jetzt aufnehmen? Food nicht. Furniture und Siege Armor. Stone. Corpses? Nein. Corpses nicht. Refuse? Aber nur. Ups. Das war falsch. Refuse, aber nur. Also keine Corpses, keine Body Parts. Den Rest aber. So. Stone kann er aufnehmen. Ammo können wir auch enablen. Coins. Bars Blocks. Gems. Finished Goods. Leather. Cloth. Weapon Traps und Armor. So. Das nächste, was wir machen, ist unsere ganzen Workshops, die wir hier noch stehen haben. Wir haben ja hier einen Craftsman's Workshop, einen Carpenter's Workshop und noch unsere Woodworkbench. Die verlagern wir alle mal nach unten, dass wir hier oben etwas mehr Platz kriegen. Wir haben ja dafür hier Platz. Wollte ich gerade sagen, ach, und ich habe ein paar Sachen rausgefunden. Also der Kleeofen, dass der funktioniert, brauchen wir Brennstoff. Also in unserem Fall wäre das Dings Charcoal. So, jetzt aber erst einmal als wichtigstes den Carpenters Workshop aufbauen. Oder ist das ein Carpenters? Nein, das ist ein Mason. Wir brauchen aber einen Carpenter. Also C. So. Smooth Wooden Planks, bitte. Und dann gehen wir mal hier hoch und reißen die Sachen hier alle mal ein. Obwohl, add new task. Ich bräuchte eigentlich Rock Coffins. Die werden, glaube ich, werden die hier? Nein, die werden unten im Dings hergestellt. Was macht unser? Der hat gerade keinen Job. Ah doch, er macht was. So gut, das heißt, ich kann den hier mal removen, den hier removen. Den hier removen, weil ich baue mal dann in seine Hütte einen Tisch und einen Stuhl, dass ich daraus nicht nur sein Bedroom, sondern auch sein Office machen kann. Ich hoffe ja mal, dass das geht. Also erstmal Make Bedroom. Jo. Assign Bed to unserem Hermit. So, dass er schon mal einen Raum hat, der ihm gehört. Und ja, was wir dringend bauen müssen, sobald er mal wieder Zeit hat, Workshops, ist ein Sandial. Groß V, Sandial. Oh, das ist auch nicht gerade klein. Setzen wir es mal hier hin. Oder setzen wir es dort bei dem Hackflock irgendwo. Nee, hier sind meine Tiere. Wo können wir es denn absetzen? Hier sind Buildings im Weg. Da warten wir einfach, bis er die Buildings abgerissen hat. So, jetzt reißt er die Buildings ab. Warte, wo habe ich gerade drauf gedrückt? Das wollte ich nicht. C, View Civilization. Ach so.
Eigentlich wollte ich V. Toll, wo ist er jetzt schon wieder? Ach da. Also erstmal wollte ich nochmal in sein Inventory gucken. Es stand nämlich auch im Handbuch, dass er diese ganzen Halluzinationen mit sich rumschleppen würde. Aber scheinbar nicht. Na gut. Haben wir jetzt den neuen Woodworkshop, den neuen Carpenter schon? Ja, also werden wir da mal ein paar Bins basteln müssen. 3 Stück. Sollten erstmal reichen für unser ganzes Zeug. So, und wir können jetzt einen Table aufstellen. Table. Und ein Chair. Hier hin, so. Dann hat er da sein Büro drin. Das heißt, er kann ein bisschen Record-Keeping mal machen. Das lassen wir mal kurz auf Maximum machen. Dass wir mal einen Überblick über unsere Vorräte haben. Und es regnet mal wieder. Okay, er macht gerade Wooden Bins. Sehr schön. Ich hoffe eigentlich mal, dass das mit der Framezahl so klappt. Also gerade in der Aufnahme, weil man sieht auch hier oben, ich habe hier 250 FPS stehen, was ich effektiv wohl kann, aber laufen tut das Spiel gerade nur mit 8 FPS. Ich hoffe mal, dass das im Video nachher einigermaßen okay aussieht. Darauf habe ich nämlich gar nicht geachtet bei der ersten Aufnahmesession, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, das sah alles okay aus soweit. So, er holt jetzt... Lassen wir ihn erstmal alles aus dem Karren holen, was wir haben. Währenddessen kümmere ich mich mal kurz hier um... Woodstock, Tree Saplings, Ironbark, Kobold, Redweed, Tree Saplings. Weil soweit ich weiß, müssten wir... Hier unten noch irgendwo Prickleberry Seeds, Strawberry Seeds, Ropeweed Seeds, Bladeweed, Surabu, Meat, Plant. Plant, was ist denn da drin? Strawberries, ach so. Water Covering. Ach so, du bist nass. Fisherberry Seeds Bag. Fisherberry Seeds, Cheese. Ah, Cheese, okay. Das ist ein Coffin, oder? Greenware Fire Clay Coffin, ja. Die kann ich aber nicht brennen. Earthware. Takes place. Requires fuel. Ja, genau, hier steht's. Greenware Clay Coffin, Earthware Coffin. Okay. Hier könnte ich Charcoal machen. Mach doch 6-mal Charcoal, bitte, erstmal. Weil wenn ich jetzt schon so viele Clay-Dinger gebaut habe, dann will ich die auch nutzen. Was sind das für Tierchen denn da? Wombats! Yay! Okay, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die 6-mal hier endlich beerdige. Die anderen sind ja immer noch missing. So, jetzt kann ich hier oben mal ein Sundial bauen. Dass wir das Wetter, also nicht das Wetter, sondern die Zeit kontrollieren können. Einfach mal hier so... Smooth Wooden Planks, genau.
Weil die Zeit sollte etwas langsamer vergehen im Augenblick. Oh, der verheizt gerade. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt Firestoneware Coffin machen. So. Wenn er hier Charcoal verheizt. Store Item im Stockpile. Ah ja, er bringt jetzt gleich. Was liegt da? Irgendwelche Remains, hä? Large Roach Remains. Ah ja. Shale. Cotton Fiber Bag und unsere Copper Battle Axe. Okay. Items in Buildings. Tee. Copper Arrows, Leather Quiver, Leather Backpack, Silkworm, Cotton Fiber Cloth, Leather Water Skin. Ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass ich ihn ausrüste. Create Squads, Squads Leader, Squad Position, Equipment. Positions. Create Squad. Archer. Machen wir erstmal eine Uniform. So. Constructive Kettles. Squad Position Hermit. Hier. Uniforms. Achso, hier kann ich mal eine neue erstellen. Add Uniform. Hermit. Super, das war falsch. Uniforms. Uniform 4, Name Uniform. Hermit. So. Der kriegt erstmal eine Lederrüstung. Also für den Anfang sage ich jetzt mal. Mann, gibt es hier viel Zeug, aber das ist alles foreign. Shirts, Clocks, Cloaks, alles foreign. Also nur Brustplatten und Lederarmor können wir selber herstellen, okay. Name Uniform, achso, wir sind hier bei Armor Legs, Großel, Entschuldigung, so. Machen wir mal Legwear dazu. Helms. March. Overclothing? Hä? Replace Clothing. Overclothing, okay. Konnte ich nicht irgendwo auch den Type auswählen? Ne, so nehme ich das nur raus. Machen wir mal Headwear einfach rein. Groß G. Handwear. Groß B. Footwear. Groß S. Shields and Bucklers. Weapon. Bow. Und Spear. Ach, Material, genau hier. Okay. Leather Armor. Machen wir erstmal nur Leather Headwear. Also alles aus Leder. Metall wird ja eine Weile brauchen. Metallbuckler. Any Bow und Any Shield. Okay. Gut. Color ist egal. Any Color ist okay. Partial Matches ist auch okay. Supplies. Carry any drink, carry any food, ammunition. Add item. Einfach nur arrows für Combat und Training. Nein. Für Training nicht. Kann ich die ändern? Material. Metal. Sind nur für Combat. Bei dir eigentlich auch.
Nee, du nimmst zum Jagen nur Wood Arrows. Und hier tun wir noch mit Add Item Arrows.